Willkommen bei Wowow. Wir haben viele Pfeffersorten im Geschäft und auch im Webshop. Wir haben auch drei neue Spezialmischungen, jeweils aus verschiedenen Pfefferkomponenten, die ein spezielles Ergebnis garantieren. Das ist, wenn man was Besonderes wählt, was man nicht überall kriegt. Und zwar, es gibt Wowow Spezial, Wowow Exotik und der milde Mix. Zu Wowow Spezial ist zu sagen, das ist eine sehr aromatische Mischung aus drei Pfeffersorten. Ein grüner Pfeffer ist dabei, Bio, sorgt fürs Aroma. Dann ist ein Peña-Pfeffer, das ist eigentlich mein schärfster schwarzer Pfeffer im Programm. Der kommt aus Kamerun. Der sorgt für die Schärfe und für den leichten, exotischen, orientalischen Touch sorgt der Kubebenpfeffer, der dabei gemischt wird. Das Ganze kriegt man natürlich fertig im Sackerl, füllt es in die Mühle, malt das einmal ordentlich durch. Es hat ein wunderbares Aroma, eben wie gesagt diesen exotischen Touch dabei. Interessant, wenn man vielleicht orientalisch kochen will. Ja? Dann ganz zum Schluss diese Pfeffermischung drauf. Wow, Spezial. Die nächste Mischung, der milde Mix, den haben wir so genannt, weil er all along doch milder ist als der klassische schwarze Pfeffer. Da drinnen im milden Mix von Wowow ist der rote. Der rote Campo-Pfeffer ist ein echter roter Pfeffer. Nicht so wie die Chinusbeeren, die meistens in der bunten Mischung drinnen sind und als rosa Pfeffer verkauft wird, was eigentlich gar kein Pfeffer ist. Aber dieser beim milden Mix, rote Campo-Pfeffer, ist ein echter roter. Der wird deswegen rot, weil er länger am Strauch bleibt, 2 bis 3 Monate, und dadurch verfärbt er sich und kriegt diese rostrote Farbe. Der rote Kampot verliert durchs länger am Strauch hängen an Schärfe und gewinnt an Fruchtigkeit. Dann ist da drinnen ein weißer fermentierter Pfeffer aus Sri Lanka, das ist ein Kleinbauernprojekt, nennt sich Sofa. Ist sehr aromatisch, ist auch nicht gar so scharf wie ein schwarzer Pfeffer. Dann ist noch dabei, warte mal, was hat meine Mitarbeiterin da reingetan? Ja, genau, den schwarzen Geräucherten, der auch aus Sri Lanka ist und in Deutschland über Buchenholz geräuchert wurde. Dadurch kriegt diese Pfeffermischung ein leichtes Raucharoma und auch der schwarze Geräucherte hat ein bisschen an Schärfe verloren und somit sind diese drei Pfeffersorten insgesamt milder als der Standard schwarze scharfe Pfeffer. Auch den gibt man gemeinsam, so wie er im Sackerl erhältlich ist, in die Mühle. Er lässt sich wunderbar reiben und hat ein wunderbar aromatisches Ergebnis. Den habe ich verwendet das letzte Mal bei einem Risotto mit Pilzen. Ganz zum Schluss dieser milde Mix drauf verleiht dem Gericht einen wunderbaren pfeffrigen Geschmack. Der milde Mix von Wowow zu empfehlen. Als drittes im Bunde habe ich die Exotik-Mischung, die was ganz was Wildes ist. Da ist drinnen der Assam-Pfeffer, Sichuan-Pfeffer und ein klassischer schwarzer Pfeffer. Der ist schon wirklich auch im Aussehen relativ exotisch. Man sieht da ganz deutlich die besonderen Pfefferkörner des Assam-Pfeffers, die eigentlich so ausschauen wie Brombeeren. Eher würzig, schmeckt ein bisschen geräuchert, obwohl er eigentlich nicht geräuchert ist. Ein wenig erinnert er an Gurke, ja? Besonders im Winter, wenn die Gurken nach nichts mehr schmecken, hat mir eine Kunde gesagt, verwendet sie diesen Pfeffer, weil das den Geschmack der geschmacklosen Wintergurken aufpeppt. Dann ist dabei ein Sichuan-Pfeffer, der eigentlich ein Zitrusgewächs ist und kein echter Pfeffer. Aber den haben wir dazu gemischt, weil der für ein zitroniges Aroma sorgt. Zu guter Letzt ist da noch ein ganz klassischer schwarzer Pfeffer dabei, der eben dem Ganzen auch ein klassisches Pfefferaroma beimischt. Insgesamt ist das eine sehr exotische Mischung, sehr wild, kann ich mir gut vorstellen, eben zur asiatischen Küche, auch auf dem Käse vielleicht interessant. Der Schmäh an der ganzen Geschichte ist, dass sowohl der Assam-Pfeffer wie auch der Sichuan-Pfeffer dann zum Kribbeln anfangen auf der Zunge. Man könnte fast glauben, dass man Fugu isst, aber so schlimm ist es nicht. Es ist ein leichtes Kribbeln auf der Zunge, das für ein sehr interessantes Gefühl sorgt. Ich finde, diesen Pfeffer sollte man ausprobieren. Sehr spannend und eben nicht überall erhältlich.
die drei Pfeffermischungen von Wawau.